Der Untergang der Sonnenblume. Oh nein, die Sonnenblumen! Sind es riesige Yoshi-Eier? Ach was, das funktioniert. Ja. Das sind keine Yoshi-Eier, das sind Fake-Yoshi-Eier bestimmt. Was machen wir mit euch? Was machen wir mit denen? Bin mir nicht sicher. Ich wecke einfach mal alle auf, weil dann bricht totales Chaos aus und ich habe keine Ahnung, was los ist. Diese Eier sind erst vor kurzem am Strand geschlüpft. Diese Eier versuchen uns unterirdisch aufzufressen. Daher ist die Anzahl unseres Nachwuchses so gering. Mal einen Tipp, wie ich die fertig machen kann. Dieses Eis ist erst vor kurzem am Strand geschlüpft. Ja, ja, okay. Ich meine, ich kann die ja mal alle aus dem Boden zuzeln. Aha, Sand. Sand ist ihre Schwachstelle. Das ist also... Na also, na dann ist das ja cool und easy. Na kommt mal, könnten Sie mal bitte hier... Ich werde zerquetscht, glaube ich. Ah, oh, ich finde, den habe ich noch getroffen. Na komm. Ich finde es irgendwie gerade ein bisschen schön, dass die Sonnenblumen tatsächlich da wachsen, wo die Gegner besiegt werden und nicht an geskripteten Stellen. Ist eine Kleinigkeit, aber das gefällt mir irgendwie. Kann man sich so seinen eigenen Sonnenblumenwald zusammen farmen, wenn man will. Ich frage mich, was passiert. Oh, jetzt habe ich schon alle Eier besiegt. Nee, da ist noch eins. Wenn einer genau in einer anderen Sonnenblumenwiese stirbt. Manches in dem Spiel sieht aus, als hätte man es für den N64 gemacht. Aber ich glaube, das war im Großen und Ganzen schon ein sehr schönes Spiel für den GameCube, wenn ich mich da zurückerinnere. Das ist aus heutiger Sicht oft schwer zu sagen, aber ich glaube, das war schon eher fancy optisch. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Thank you.
Yahoo! Also theoretisch, ich meine, ich kenne mich nicht wirklich aus, aber theoretisch dürfte doch das Problem mit einem Emulator zu lösen sein, sollte man meinen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da dann wieder Sicherheitslücken gibt, vielleicht. Weiß ich nicht. Da ist Sony ja irgendwie sehr vorsichtig mit Software auf seinen Konsolen, die irgendwie nicht hundertprozentig kontrollierbar ist. Das mögen die ja gar nicht gerne. Die Elektroschildkröten im Vergleich zu den anderen Gegnern, das habe ich mir auch gedacht. Gerade die Panzer, ne? Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Soll das ein Stilmittel sein, dass die so super eckig sind? Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe mir auch gedacht, die sehen einfach irgendwie nicht schön aus, ne? Die sehen auch nicht wie Koopas aus. Ich weiß nicht, was die sein sollen. Das Spiel hat auch irgendwie nicht so den Mario-Flair so richtig für mich. Hatte es damals zumindest schon nicht. Im Endeffekt ist unser Gehirn halt doch ein simples Affengehirn, das einfach nur gern more of the same hätte. Mehr von dem, was man früher kennt, und dann passt schon. So ist das halt. Abraxa, Dankeschön! Da kommen fünf Bomben und Bomben in das Glas. Bombastisch. Vielen Dank. Voll supidu. Oder so ähnlich. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Moment, die Kamera hat mir irgendwas gezeigt, ne? Ich habe es nur vergessen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mir gedacht, oh, Kamerafahrt. Und dann habe ich in den Chat geguckt. Aber ich höre hier Musik. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo. Ah! Böse! Böse Mario ist wieder unterwegs. Böse Mario. Jetzt warte halt mal. Das ist aber wieder ein bisschen clever hier. Das finde ich ein bisschen schön, weil einem böse Mario hier auch so ein bisschen das Movement beibringt, das man zur Verfügung hat. Da haben sie die Verfolgungsjagden dann doch wieder quasi klassisch clever genutzt, um gleichzeitig so ein bisschen Leerfunktion zu haben. Mist, ich war so kurz davor, auch auf Yoshi zu reiten. Kannst du dir nicht so einen unsichtbaren Phantom-Yoshi zeichnen oder so? Ich meine, wenn der aus einer Banane will, wenn der aus Baby Bowser, also aus Bowser Junior, jetzt mache ich genau den Fehler, vor dem ich vorher noch gewarnt habe. Wenn der aus Bowser Junior ein Mario machen kann man doch wohl aus irgendeinem Koopa oder sowas einen Yoshi machen mit der Zauberdingens. Tschüss, ich klaue dir deine Bananen. Aber das ist okay. Ich bin ja eh schon verurteilt. Ich bin eh schon Straftäter hier. Die Leute erwarten gar nichts anderes mehr von mir. Yoshi! Sehr schön. Willst du speichern? Ja, okay, von mir aus. Ich fand das schon immer ein bisschen komisch und vielleicht auch ein bisschen eklig, dass Yoshi hier einen Magen unten als Saftfüllstand hat. Gut. Irgendwie fliegen die Bits heute schnell am Glas vorbei. Ja, manchmal, ne? Manchmal hat's das. Das wollte ich offensichtlich nicht. Hat eigentlich Yoshi irgendwelche Spezialsprünge? Nicht wirklich, ne? Der kann seinen typischen. Ah ja, Wirbelsprung. Oh, und was für einen Wirbelsprung. Aber er kann keinen Bremssprung und rutschen kann er auch nicht. Das war schon cool an Mario Sunshine, weil Yoshi habe ich in Mario 64 schon sehr vermisst. Ich meine, der kommt ja am Schluss dann mehr oder weniger vor, aber nicht wirklich. Ach, ich wollte gerade sagen, okay, offensichtlich kann man den nicht löschen. Und in dem Moment ist er gelöscht. Cool, du hast mich gerettet, vielen Dank. Ich bin ja nur irgendwie eine Viertelstunde brennend am Strand neben unendlichen Mengen Wasser entlanggelaufen, brennend.
Man weiß es ja nicht. Vielleicht explodiert die Spezies von dem, wenn die mit Wasser in Kontakt kommen. Aber dann würde ich vielleicht auch nicht an so einer Insel-Hafenstadt wohnen. Ah. Außerdem kann man das relativ leicht falsifizieren hier. Achso, genau, kann er nicht. Aber der Wirbelsprung ist nicht schlecht. Yoshi ist immer gut. Yoshi ist cool. Jetzt geh doch rein, Yoshi. Vielleicht kann er einfach nicht schwimmen. Das stimmt. Aber im Sand wälzen, das kann er doch wohl. Die magische Miesmuschel. Jetzt wird es aber spannend hier. Ein bisschen schön finde ich schon auch... Oh, ist das nicht irgendwie so ein Geisterhotel hier, wenn ich mich recht entsinne? Ein bisschen schön finde ich schon, dass man die anderen Level am Horizont sehen kann. Da drüben ist jetzt hier zum Beispiel der Vergnügungspark-Level. Das ist nice. Das ist schön gemacht. Gibt es in ganz vielen Level, dass man andere Level quasi so über ein paar Hügel am Strand sehen kann. Das ist wirklich schön, finde ich. Ein schönes kleines Detail. Ich muss, glaube ich, hier das Hotel quasi erst aus dem Dreck befreien und dann erscheint es erst. Hey, wie groß ist denn eigentlich die Insel, dass es hier abends ist und woanders ist helllichter Tag und so? Schon nicht schlecht, oder? Hast du eine Fallout-Sammlung? Wie meinst du jetzt? Also, ich besitze alle Spiele, viele auch mehrfach. Aber in... Also, ich habe auch irgendwie so eine T-51-Power-Rüstung-Büste irgendwo rumstehen. Und eine Dogmeat-Figur und so Zeugs. Aber jetzt wirklich eine Sammlung habe ich in dem Sinne nicht. Aber so ein paar Sachen habe ich. Aber das ist eher so, es ist nicht so, dass ich jetzt bewusst es eben gesammelt hätte, sondern das hat sich so zusammengesammelt über die Jahrzehnte, über die Milliarden Jahre. Muss ich hier den ganzen Elektroschleim wegputzen, überall? Oder wie? Vielleicht. Oder muss ich mal mit dem Hotelbesitzer reden? Ich vergesse immer mit NPCs zu reden, Mensch. Muss man schon manchmal. Das sollte ursprünglich sogar mal richtig Open World werden. Ach was. Gibt es inzwischen einen Hack, wodurch man die Map physisch normal besuchen kann? Ah, okay, interessant. Interessant. Wenn man sich anguckt, wie rund die sind, dann verwundert es einen schon, wie eckig die Schildkröten sind, ne? Irgendwie. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding taucht auf. Es war hauchdünn, wie ein schwebender Schatten. Es bedeckt das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Haus, das arme Gebäude. Oh nein, das arme Gebäude. Gemeinheit. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ah, es kommt zurück. Das Ende ist nah. Unternehmen etwas. Okay, mit Leuten reden ist so wichtig in dem Spiel. Weil die triggern sogar Sachen. Okay, Manta-Schatten. Hast du eine Hitbox? Machst du Schaden? Nee. Ja, mehr oder weniger schon, oder? Wie besiege ich dich jetzt? Ah, ich habe was gemacht.
Es teilt sich auf. Aha, so einer ist das. Das kennt man ja. So eine Art von Boss ist schon fast ein Klischee. Also nicht, dass der so 2D ist und am Boden entlang kriegt. Das finde ich noch einigermaßen originell. Aber dieses in immer kleinere Teile aufteilen ist schon sehr... Ist halt, ne? In jedem Spiel, ob 2D oder 3D, gibt es so einen Boss im Grunde. Vor allem früher. Sehr oldschoolig. Wie nennt man diese Puppen? Diese russischen Köpfchen da. Bambuschka. Babuschka oder so ähnlich. So in der Art. Ach komm. Kaum sichtbarer Schleim. Nein. Ich kann mir vorstellen, dass der Boss Speedrunner total wahnsinnig macht. Oder die haben da irgendwelche super coolen Strategien oder können den manipulieren oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, der wirkt wie einer, der einfach komplett zufällig ist und man einfach Glück haben muss oder eben nicht. Wenn man den schnell besiegen will auf Zeit. Ah, ich wollte gerade sagen, im Wasser ist man ja wahrscheinlich sicher gegen die Dinge. Achso, warte mal, das ist gar kein Wasser da draußen, oder? Kann es eh sein. Ah, jetzt greifen sie einem an. Ah ja, das ist clever, dann muss man den nicht über die ganze Insel jagen. Creepy Soundeffekte hier. Was ist denn jetzt los? Wo kann man Atom RPG am besten spielen? Matroschka, dankeschön. Atom RPG gibt's... Ich glaube, das kann man überall spielen, oder? Das ist ja auch ein relativ neues Spiel. Das kann man auch auf Steam bestimmt gut spielen. Und ist, glaube ich, vor kurzem sogar für die Switch erschienen. Aber ich weiß nicht, wie gut die Version ist. Das weiß ich nicht. Ansonsten halt würde ich halt einfach Steam in dem Fall, glaube ich, empfehlen. Aber... Weiß nicht, ob es da bessere Versionen gibt oder am PC zumindest große Versionsunterschiede, keine Ahnung. Gibt es das überhaupt auf Good Old Games und so? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe es ziemlich sicher, glaube ich, die Steam-Version. Und da funktioniert alles soweit. Ach, puh. Die Mikrofon-Feststellschraube war ganz schön gut festgestellt. Wie das auch sein soll. Aber wenn man es dann mal ein bisschen verstellen will. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Nirgends eigentlich. Moment, in das Level können wir durchaus nochmal gehen. Warum denn nicht? Ich meine von der Steuerung her. Ich weiß jetzt nicht, wie die Switch-Steuerung umgesetzt ist. Ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß es nicht, dass die Menüführung auf der Switch die Hölle ist. Wenn es aber gut umgesetzt ist, dann kann es oft mal sein, dass so... Ja gut, mit dem rundenbasierenden Kampf. Wahrscheinlich ist das schon mit Maus und Tastatur komfortabler zu spielen. Es gibt da Spiele, die wirklich mit dem Joypad sehr gut funktionieren. Ich meine, XCOM zum Beispiel hat das perfekt umgesetzt.
Aber das ist schon PC, ein für den PC entwickeltes Spiel, Atom RPG. Und ich schätze mal, dass das auch auf dem PC wahrscheinlich besser steuert. Da sind so Umsetzungen auf die Konsole meistens eher ein bisschen unkomfortabel und alles ist doppelt und dreifach und unübersichtlich belegt und so. Wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Guck doch mal, da gibt es doch bestimmt Tests. Schau mal auf Metacritic kannst du bestimmt die einzelnen Versionen durchklicken und dann lese mal ein bisschen dich durch die Reviews durch. Ich lasse mich meistens bei Spielen von der Prozentzahl auf Metacritic immer gar nicht so sehr beeinflussen, aber es ist trotzdem eine schöne Seite, um so einen kleinen Überblick über Reviews zu kriegen und in alle, sowohl die positiven als die negativen, mal reinzulesen. Da kriegt man mal einen schönen Überblick über die Pro- und Kontra-Argumente. Ansonsten finde ich 4Players immer super. Wenn es auf 4Players einen Bericht gibt, einen Test zu einem Spiel, mag ich das immer sehr gerne. Gerade eben vor allem hinten dann der Pro-Kontra-Kasten. Der ist, finde ich, auf 4Players immer sehr gut. Wie lange hast du vor zu streamen heute? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Eigentlich würde der Stream ja relativ lang gehen, weil das der dritte Special-Stream diesen Monat ist. Da ich aber morgen leider sehr, sehr früh raus muss. Das muss ich euch nachher noch erzählen, ey. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Also wirklich krass finde ich das. Dass ich so früh aufstehen muss, eine Unverschämtheit. Nee, Quatsch, die Geschichte dahinter. Und da wir ja letztes Wochenende ungefähr 15 Stunden Bonus-Stream gemacht haben, würde ich heute gern ein paar Stunden abzwicken und so bis 11 vielleicht machen, sage ich jetzt mal. Wir müssen nämlich morgen relativ früh aufstehen, weil, nur kurz zusammengefasst, das müsst ihr euch echt mal geben, die Geschichte. Wirklich jetzt. Ich finde das schon ein bisschen heftig, weil meine Mom nämlich mit über 60 Jahren aus ihrer Wohnung geworfen wurde, im Grunde. Also schon mit ein paar Monaten Frist und so ist klar. Aber aus der Wohnung gekündigt quasi wegen Eigenbedarf, mitten in der weltweiten Pandemie als Angehörige einer Risikogruppe, als ältere Frau, weil der Vermieter das Haus für seinen Sohn braucht, weil die verstehen sich nicht mehr, die streiten daheim dauernd. Und deswegen, weil die sich jetzt in die Haare gekriegt haben, muss der jetzt das Haus kriegen. Und deswegen wird jetzt mitten während einer Pandemie meine Mom aus dem Haus geworfen und muss jetzt umziehen. Das ist mal super assi, oder? Das finde ich schon sehr krass. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich problematisch. Die hat jetzt ein super cooles Haus gefunden und ist jetzt auch finanziell kein Problem für sie, weil die immer relativ gut verdient hat und so. Es ist alles in Ordnung, aber es ist einfach wirklich, finde ich, so unanständig, finde ich. Naja. Genau, auf jeden Fall helfe ich der. Wir fahren morgen eben schon super früh eben nach Passau und dann machen wir das. Herr Braxe, danke fürs Abo verschenken. An die Community, wie... Ach so, ich verstehe. Das hat mir jetzt nur anders angezeigt als sonst. Aber danke fürs Abo verschenken. Hey, Mario. Wenn ich nicht irre, genau, Mario, hör zu, bla bla bla, geh da bitte in das Hotel und hau die ganzen Geister kaputt, das wäre super nett von dir, dankeschön. Naja, genau, das finde ich schon irgendwie ein bisschen heftig. Sind die Geister irgendwie alle betrunken? Deswegen kann ich heute nicht so lang. Blöde Geister. Was muss ich eigentlich genau machen? Ich muss mal schauen. Das Geheimnis der Hotellobby. Na schön, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Gut, Metatron. Gute Nacht. Tschüssi.
Hallo, Dakorus. Fliegender Wechsel. Alle Türen verschlossen. Ist das das Geheimnis, dass die Türen alle zu sind? Oder muss ich einfach an den betrunkenen lila Geistern hochklettern? Wahrscheinlich. Ah ja, das sieht doch verdächtig aus hier. Ah, Geister. Nein, wirklich nicht? Dann sieht das doch verdächtig aus, oder? Aha, genau. Alles klar. Der Fallout-Crack ist auf Mario. Ja, natürlich. Ich bin total riesen Nintendo-Fan. Bin im Grunde viel mehr Nintendo-Fan als Fallout-Fan eigentlich. Auch wenn das der Kanal vielleicht nicht widerspiegelt. Oh, das wird nervig. Puh, das war Glück. Oh, das ist ja noch nerviger. Die wollen schon ganz schön wissen hier. Konzentration. Oh nein. Nein! Ich hasse es. Dafür, dass du so viel in Fallout plus Hintergrund investierst, was deine Lore angeht. Ja, ich meine, das interessiert mich natürlich auch. So ist es ja nicht. Aber Nintendo wird schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Melonen kann ich zerstampfen. Ah, cool. Okay. Geras82, danke fürs Folgen. Hi. Hallo. Mario hat 8 auf der Wii gespielt. Ja, das ist total krass, oder? An sowas merkt man immer, wie alt man irgendwie dann doch wird und wie schnell die Zeit vergeht. Das stimmt. Das kenne ich. Teilweise geht es mir so mit Spielen, wo ich mir denke, ach, das ist doch irgendwie noch gar nicht so lange draußen, oder? Das ist ja noch relativ neu. Und dann ist das irgendwie 13 Jahre alt oder so. Dann ist es schon krass. Nein, come on! Was war denn das bitte? Das ist ja mal gemein hier. Was ich eher begrüßen würde, ein Fallout 5 von Bethesda oder Obsidian? Auf jeden Fall Obsidian natürlich. Würde ich schon sagen. Grundsätzlich hat Obsidian / Black Isle Studios die bessere Fallout-Quote, finde ich, was gute Fallouts angeht. Okay. Dass er sich da drüben jetzt nicht an der Kante festgehalten hat, war aber auch gemein, finde ich. Oh, was war denn jetzt? Der Sprungknopf ist kaputt. Ich weiß nicht. Oh, kennt ihr das, wenn ihr bei sowas so oft scheitert, dass dann der Frust einsetzt und dann hat man keine Geduld mehr und dann will man einfach nur noch durch und dann macht man nur noch Fehler? So fühle ich mich gerade. Mal schauen, ob ich mich noch zusammenreißen kann, aber das eskaliert hier bald. Das wird nix. Was mache ich denn? Guck, genau das meine ich, aber es ist nochmal gut gegangen. Okay, gut. Yahoo!
Okay. Nein! Die Level sind schon nicht ohne. Oh nein, Game Over! Huh? Wo war der Eingang? Der war nicht schwer zu finden, dann ist schon okay.